Wenn jemand 50% Rendite verspricht, dann gilt das meist zu Recht als Hochrisikogeschäft oder sogar als unseriös. Dass man aber dennoch bei Energiesparmaßnahmen just diese Rendite erreichen kann, zeigte ein Vortrag bei den Solarfreunden. Gerhard Scholz verwies auf zahlreiche Möglichkeiten und das Beste dabei, man muss weder mit dicken Pullover in der Wohnung sitzen, noch bei Kerzenschein essen oder gar kalt duschen. Ich darf Ihnen recht herzlich begrüßen bei uns zu unserem letzten Vortrag in diesem Jahr, 2007, zum Thema Energiesparen im Haushalt. 50% Rendite sind möglich. 50% Rendite, da haben wir einen Gleichklang damit. Da habe ich kaum gleich sagen, das stimmt nicht. Das sind nämlich in Wirklichkeit viel mehr. Kein Wunder also, dass zahlreiche Besucher gekommen sind. Wesentlicher Punkt war es, Zuhörern konkrete Möglichkeiten aufzuzeigen. Es gibt eine Menge von Broschüren am Markt, die nicht schlecht sind. Ich habe die alle gelesen. Für die Vorbereitung zu dem Vortrag, damals schon bei den Solarfragen. Also sie sind alle brauchbar, auch die von den Energieversorgern. Letztendlich kann man sagen, ja, das eine oder andere Kapitel fällt vielleicht, aber wenn man das beherzigt, was da drin steht, dann kann man schon eine ganze Menge sparen. Schon ein Blick auf einige Statistiken zeigt, dass Energiesparen nicht nur ein Gebot der ökologischen, sondern auch der ökonomischen Vernunft ist. Vieles war altbekanntes, Stichwort Energiesparlampen. Doch auch da gibt es Neues zu hören. Warme, gemütliche Farbtöne sind kein Problem mehr und auch bei den Neonröhren gibt es eine energiesparende Version. 66 Grad, sowieso. Dann nehme ich den Starter raus. Damit ist die ganze Sache da drin mehr oder weniger lahmgelegt. Und setzt den Adapter ein mit einer T5-Röhre mit Reflektor. Die Stippe fällt jetzt, das können wir sie in den Betrieb nehmen. Und häng die einfach da ein. Und klick wieder drauf. Dann wird sie normalerweise schon brennen, hat dieselbe Lichtleistung wie die alte, hat zwar ein bisschen weniger Watt, aber der Reflektor bringt es halt, braucht 25 Watt weniger. Anschaulich wurden alte und neue Formen des Energieeinsatzes miteinander verglichen. Das ist also alte Pumpen, ein kleiner Heizkreis, also zwei Heizkreise, so und so. Strommessgerät. Ein bisschen Luft im System. Er steht Watt, obwohl das eigentlich laut Typenschild 75 gebrauchen sollte, aber das liegt an dem kleinen Heizkreis. Ich konnte natürlich da nicht 100 Meter von Rohren bringen. Und diese Pumpe, da können Sie jetzt nichts machen, ob Sie da am Heizkreis was verstellen. Sie haben gar keine Chance, Sie können halt nur die Drehzahl regeln, ansonsten braucht die, solange sie lebt, genau diesen Stromsensor. Das sind die Wasserzapfstellen. Wenn Sie also praktisch einen Wasserhahn kurz aufmachen, merkt der Durchflussmesser das, schaltet die Pumpe ein und pumpt das warme Wasser nur so weit bis zur letzten Zapfstelle. Und zwar macht er das folgendermaßen, er merkt da die Temperatur, wenn sie ankommt, dann rechnet er aus und sagt, aha, die Leitung ist so lang, so dass das warme Wasser nur bis zur letzten Zapfstelle kommt und dann schaltet die Pumpe wieder aus. Das heißt, die läuft nicht ständig durch, sondern die schaltet wieder aus.